Hi. Ich weiß es ja auch nicht, ich gucke gerade selbst mal nach. Ja, man hört mich gut. Ich habe vergessen, mein Mikro anzumachen. Sorry. Ich habe mein Mikro nicht angemacht. Moin nochmal. Auch gut. Ja, sagen. OBS fails am frühen Morgen um 2:30 Uhr. So, jetzt nochmal zur Erklärung. Also, das Game selbst ist noch in der Beta-Phase. Es kann sich noch sehr, sehr vieles ändern. Es ist an sich ein Mega Man X-Klon, was man schon erkennen kann. Und es ist alles roguelite aufgebaut. Das heißt, wie ein Bicycle auf Isaac. Es ist alles random zusammengewürfelt. Das Einzige, was konsistent ist, sind die Bosse. Warum ich keinen Timer drin habe, ist, das Spiel hat selbst in-game einen Timer, wo man dann sehen kann, wann man, wie schnell man das Spiel abgeschlossen hat nach momentanem Stand. Abwarten, wie schnell ich sein werde. So, ihr seht auch alles gut, ich sehe alles auch gut. Die Chips gibt man im offiziellen Speedrun nicht aus, weil man sich sonst Vorteile erkaufen könnte, wie hier oben. Womit man sich, wie gesagt, es leichter machen könnte. Das heißt, einfach ein ganz normaler Run auf Stufe, auf Schwierigkeitsgrad normal und wir starten einfach mal durch. So, dann gucken wir mal. Oh, super erster Boss. Was denn? Geht schnell, richtig Boss. Oder wie hat es gemeint mit dem Boss? Nö, der Boss ist ein guter Boss zum Anfang, das meinte ich Ach damit. so. Weil der erste Boss ist auch halt immer random generiert, also es sind halt immer dieselben 8 Bosse, aber sie kommen in unterschiedlichen Reihenfolgen dran bei jedem Durchgang des Games. Deshalb kann man auch keine gutartig feste Zeit festmachen, wie gut man dran ist mit den Splits und sowas. So, hier haben wir eine kleine Besonderheit, so eine Art Challenge-Raum, wenn man schnell genug ist. Oder da sind halt bestimmte Auflagen und dann bekommt man eine Belohnung dafür. Ich habe jetzt eine Rüstung bekommen, womit ich, wenn ich Gegner töte, HP wieder herstellen kann. Der Run dauert um die 30 Minuten. Der momentane Weltrekord liegt bei 22 irgendwas. Aber man muss halt, wie gesagt, ein bisschen Glück haben mit dem Levelaufbau und sowas halt. So, der erste Boss, Rolling, bla, irgendwie ein Hamster im Roll. So. Ja, es gab so einen Disney-Film dazu, der war auch so ähnlich. So, das war der Boss. Ja, yeah, Movement Speed höher, das ist immer gut. Ich nehme seine Waffe halt gerne mit für einen Boss, weil die ist recht hilfreich gegen die Schwäche von ist halt die Schwäche von bestimmten Mods, die ich nicht mag. Was ich hier sonst so einsammle, ist so Nüsse halt. Aua. Mit diesen Nüssen kann ich halt bestimmte Sachen eintauschen nachher. Diesen leuchtenden Gegner ignoriere ich jetzt einfach mal. Ah, genau jetzt macht er sein Schild hoch. Wie man sieht, ist hier ein sehr schnelles Vorankommen eigentlich wichtig. Ah,
Hier in diesem Challenge-Raum darf ich zum Beispiel nicht dashen. Was mich immer ein bisschen nervt, dass ich nicht dashen darf. Krieg dafür aber einen Helm, womit ich meine Boss-Fähigkeiten, die ich einsammle, eine Chance habe von 50%, dass die keine Energie verbrauchen. Oder MP, besser gesagt. Es gibt auch ein Set, wenn man das zusammensetzt. Ah. So, einfach weiter voran. Der Speedrun.com ist es auch nicht. Das ist, wenn, dann auf der Mega Man-Fan-Seite oder auf der Mega Man X Speedrun-Seite, die ja ihre eigene Seite haben. Die haben das unter den Pakt. So, hier der Pinguin, der ist ein bisschen nerviger als der erste Boss. Aber nicht viel. So. So, da ist auch der besiegt. So, seine Waffe nehme ich auch mit, weil die mag den Boss, den man damit besiegen kann, mag ich auch nicht. Dann gehen wir erstmal zu Weil dieser Arsch. Fehler gemacht. Ich spiele nebenbei gerade bei auf Isaac und Speedrun das gerade so ein bisschen practicen. Ich habe aber das Item, damit ich in der Stufe runterkomme, habe ich statt einfach weggelassen. Aber weggelassen. Ja. Wirklich nicht durch das Portal. Genau, hier will ich runter. Hier ist ein Shop, hier kann ich Sachen kaufen. Immer praktisch, was habe ich? Helm habe ich, also nehme ich das und das. So, jetzt möchte ich da hoch. Ah, genau, das Ding nehme ich auch mit. Das macht, wenn ich im roten Bereich bin, mache ich mir Schaden. So, bis 50. Das heißt, ich muss wieder in einer bestimmten Zeit alle Gegner besiegt haben. Da habe ich einen Token eingesammelt, den kann man in bestimmten Maschinen einsetzen. Ja. Ja, super, plus 5 Schaden, da freue ich mich immer drüber, jetzt mache ich mir Schaden. Selbst erklären. Und ich kann meine Attacke halt noch höher hoch boosten. Ah, da bin ich runtergefallen. Das wollte ich eigentlich nicht. Ja. Den muss ich jetzt besiegen, weil der im Weg steht. So, weiter geht's. Dank dir, Sylph. So, hier ist die Tokenmaschine, die gibt mir halt irgendwas. Mehr Attack Speed und Run Speed, also schneller sein ist immer gut, wie gesagt. So, Fire Visage, ein Boss mit sehr viel HP. Aber sonst kann er eigentlich nicht viel. Ah, schade, ich habe gehofft, dass ich ihn noch töten kann, bevor er sein Schild aufbaut. Du musst also das Auge schießen, was in deinem Mund ist, damit du Schaden machst. Nee, damit ich mehr Schaden mache. Ach so. So, jetzt auf zur Fledermaus, den schlimmsten, einer der schlimmeren Bosse. So. Und auch vom Level her ist das richtig ätzend. Ah, aua, aua.
Ich hab vergessen, dass ich noch nicht so viele Jump Speed hab. So. Jump. Verbesserung. Ach, ich hasse das Level. Es ist so langsam. Ah, Mist. Da bin ich runtergefallen. Na komm. So. Ja. Wo kommen die Fledermäusen jetzt her? Blöde Fledermaus. Man sieht, warum ich das Level hasse. Es hat sehr viele Plattforming und man muss halt sehr viel aufpassen. Aber ich bin schon bei der Fledermaus. Ja, es sieht wirklich, wirklich gut aus, aber es ist auch nicht sehr leicht. Also man muss sich dran gewöhnen. So, die Fledermaus, wer hätte es gedacht? Eine in den für mich schlimmsten Level überhaupt. Was macht sie denn so grausam? Ja, das Level, die Stage, die Boss-Stage zu sehen. Also die Stage, okay. Also der Gegner eigentlich nicht, sondern wirklich nur die Stage. Ja, überwiegend die Stage. So, Run-Speed, yay! Das habe ich, sowas freut mich. Mehr Stärke und auf zum Perforator. Das ist alles nur Übung, Ziff. Alles nur Übung. Egal, durch Damage pusten. Ja, maximal HP hoch und voll HP dadurch. Egal, ich wurde jetzt ein paar Mal getroffen, na danach aber. Ich könnte mal so einen Shop gebrauchen. Inzwischen habe ich genug Geld für den Shop. Da ist ja einer. Wenn man vom Kaffee redet. So, was habe ich denn? Das habe ich alles. Okay, dann. So. So, HP ein bisschen aufgefüllt. Ich konzentriere mich hier gerade, weil der Levelaufbau ist gerade richtig beschissen. Was soll ich denn sagen? Ich bin gerade im roten Bereich. Dafür mache ich jetzt mehr Schaden. Okay. Ja, und seit. Gut, dass ich meine Rüstung habe. Seit du das Spiel abgestartet hast, bin ich ganz Zeit am Level neu starten, um ein gutes Start-Item zu bekommen. Aber gar nichts. Ja, kurz vom Boss. Ich hoffe, da ist noch mal so eine Maschine. Ja. So. Das Ziel im Spiel ist, ans Ende zu kommen. Mehr ist noch nicht bekannt. Es soll eine Story kommen, aber die ist noch nicht implementiert.
im Spiel ist auch einfach alle Bosse zu töten, oder nicht? Momentan ja. Besiegen, töten sich so brutal an. Ah, kannst du nicht einfach deine Richtung wechseln? Doch, das kann er. Er hat bewiesen. Oh. Meine Güte, ich. Manchmal hasse ich ihn. So, auch diese Waffe nehme ich ein. Mehr Waffen kann ich nicht tragen. Mehr Waffen brauche ich auch nicht. So, dann gehen wir erstmal zu Nervboss Nummer 1, Twin Astralis. Fledermaus. Ja. Gehe ich halt den Weg. Da oben ist was versteckt. Was ist es? Ah, der blöde Blaster. Den nehme ich nicht mit. Hui. Ah! Ja, das war nicht sehr schlau von mir. Aber egal. Ich hoffe, jetzt ist vom Boss noch so ein Ding, ja. Glück gehabt. Ja, ab in den Shop. So, 30 habe ich noch, mehr Glück. Super. So, jetzt kommt noch mehr interessanter Bosskampf. Weil wir inzwischen mehr als 4 Bosse getötet haben, sind alle Bosse inzwischen schwerer und haben zusätzliche Effekte. Zum Beispiel der Boss, wenn ich ihn nicht schnell oder entsprechend töte, und zwar gleichzeitig, dann belebt der eine den anderen immer wieder. Okay. Noch weil ich bin halt ziemlich müde noch. Willst du denn beide gleichzeitig töten, bitte, wenn ich mal so durcheinander... Ja, so, so, ich habe ein minimales Zeitfenster. Ach so. Und da habe ich das Fenster ausgenutzt. So. Sprunghöhe, ja. Super, endlich. Ein bisschen mehr... Hüpfi, hüpfi, Maki. Okay. Ja, genau. Irgendwo runterhüpfen und in eine Masse von Gegnern landen. Das passiert mir mal öfters mal im Spiel dran. Aber ich spiele auch gerade recht unvorsichtig. Ja! Ah! Kommt der näher? Mist, jetzt muss ich warten. Schade, da komme ich nicht rüber. Das brauche ich nicht. So, die Gegner interessieren mich nicht. Fledermäuse schon wieder. Ah, genau in das Loch, wo ich nicht reinhüpfen wollte. Da ist ein Shop, mal reingucken. Alles was die haben ist fast zu teuer. Ich nehme also das Herz mit, dass ich mehr AP habe.
Und springen wieder einfach ins Nix. Ah, Glück gehabt. Ach du Scheiße. Was denn? Dein Stuhl. Der war gerade ein bisschen. Ja, ich weiß, ich habe hier auch so einen scheiß Stuhl. Ich weiß, ich habe ihn mitgenommen. Weil ich mir keinen neuen kaufen wollte. So. Der Boss ist einer der nervigsten Bosse, weil ich jetzt auch nicht die schöne Waffe habe, mit dem ich den. Also die Waffe habe ich, aber ich habe nicht den Blaster dafür, den ich gerne dafür hätte. Da war. So. Das wollte ich gar nicht. Der Boss wird jetzt etwas dauern. Sind das auch so die solche Gegner, die Tiere darstellen sollen, oder weil das zeigt ja auch wie so ein Totem. Jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig spielen und bin tot. Yay, erster Run verkackt. Da habe ich ein bisschen unvorsichtig gespielt. Egal, nochmal. Ja, war auch ein bisschen blöd alles. Okay, ich fange mit ihm an. Damit kann ich arbeiten. Ich muss mich erstmal wieder gewöhnen, dass ich so langsam bin. Hep, hep, hep. Ah, da bin ich daneben gesprungen. Scheiß Fledermäuse! Meine Güte, ey. Shop kann ich mir nicht leisten. Brauche ich also erst gar nicht reingucken. Vielleicht habe ich jetzt ein bisschen mehr Glück. Mit den Items und so. Na. Stirb schon! Stirb schon! Den Schaden habe ich jetzt genommen. Ja, nichts Sinnvolles. Ah, da, mehr Schaden. Aber das ist jetzt wie die Alpha-Form, oder? Hm? Das ist wie die Alpha-Form. Du hast ja gesagt, die wurden jetzt schwerer, weil du alle gemacht hast, aber jetzt ist wieder die Alpha-Form. Ja, ja, nachdem man 4 Bosse tot haben, haben alle Bosse ein bisschen schwerer. Deshalb gucke ich meistens, dass ich die Bosse, die richtig schwer zu killen sind, am Anfang mache. Und wenn du stirbst, ist wieder alles zurückgesetzt. Dann darf ich wieder von vorne anfangen, alles. Okay. Außer ich finde ein Item oder sowas, was mich mir ein Leben gibt oder ähnliches. Spielen Isaac halt. Ja.
Ah. Was denn? Ja, ich hab grad einen Boss und der überrascht mich grad mit den Attacken. Ja, mehr HP ist immer gut für mich. Boah, wow, nicht so super, ist obwohl ich ja gut eins bekommen habe. Super. Ach, Gott, ey. So. Shop kann ich mal reingucken, inzwischen habe ich genug Geld. Okay, schade, dass ich den für 20 Nuts nicht holen kann. So, HP voll machen, auch zum Perforator, der ist nämlich leichter. Jetzt noch. Jetzt habe ich das Ding, was ich gerade eben eingekauft habe, ist so eine Art, wenn man es aus Isaac kennt, so ein Cube of Weed oder sowas, das beschützt mich vor Projektilen. Davon kann man auch da mehrere einsammeln. Aber ja, das wäre nehme ich dich jetzt. Stacken sie sich dann, also werden die dann größer oder werden es einfach mehr? Es werden mehr. Ja, dann ist es wie ja, Fleiß, du aus ja, genau. Spiel bekommen kannst, die ja dich dann, desto mehr von dir bekommst, desto mehr Spiel von dir rum. Ah. Ich glaube, das Game wäre echt nichts mit. Das denn nicht? Weil er kein Mega Man mag? Darum geht's nicht mal, sondern weil er wahrscheinlich alles geputscht. Oh, das ist super. Schon zweimal Armor Boost eingesammelt. Womit ich, wenn ich jetzt Armor Pieces einsammle oder halt diese Armor Stack Dinger, mehr aus diesen Dingern kriege. Wenn ich welche finde, kann ich es euch jetzt zeigen. Erstmal wäre ich aber froh, wenn ich mal Augmented kriege. Nur Powers, das schaffe ich. So. Da, ihr seht da in der Mitte jetzt dieses Rüstung-Upgrade. Das kann ich mir aufsammeln. Das gibt mir jetzt plus 4 statt plus 2 und jetzt habe ich super Beine gekriegt. Womit ich jetzt eine Sekunde lang in der Luft schweben kann. Super Beine. Sehr hilfreich. Ich zeige euch das mal, so sieht das dann aus, wenn ich in der Luft schwebe. Hab's jetzt nur kurz einmal zeigen können. Ah, schade, bin noch nicht schnell genug, um darüber zu fliegen. Gehe ich nochmal in den Shop. Habe ich nicht genug Geld, aber egal, Sprunghöhe erhöhen. Und weiter. Ja. Die Level sind auch alle random generiert halt, deshalb weiß ich auch nie, warum was ist. So. Shop brauche ich nicht gucken. Ab zu den Zwillingen. Nervige Zwillinge. Nervige Zwillingsaffen. Ach Gott, nein. Ich bin gestorben. Aber direkt geht aber kommen halt einfach der zufällig Lichtstab oben runterfallen lässt. Und ja, super.
Da ich halt noch auf niedrigem Level bin, haben diesen Endracer nicht, dass die sich wiederbeleben. Den brauche ich nicht. Sprunghöhe gefällt mir besser. Mehr Power. Ab zur Fledermaus. Nerviger Boss. Mit dem Bein-Upgrade kann ich hier halt definitiv ein bisschen besser hantieren. Ah. Was bist du? Nuts. Mehr Nüsse. 25 Nüsse habe ich jetzt einfach mal eingesammelt. Nüsse. Da oben ist nichts, schade. Nur Powers, das ist wieder dasselbe wie gerade eben. Arm-Upgrade. Der macht mir zwar nicht mehr Schaden, aber besser als nichts. Ja. Wie man sieht, das Bein-Upgrade lohnt sich schon. Ah, hier ist nicht mal was versteckt. So. Nein, nicht die Lippe. Oh Gott, ja, Jubel. Ah! Hier am Anfang des Levels. Wunderbar. Und mein Gott, ey. Was ist denn gerade los? Kaum will ich mal ein bisschen streamen, verkacke ich die ganze Zeit. Das liegt wahrscheinlich nur an Green Day. Blame Green Day. Ja, ich geh mal raus, ne? Nein. Es liegt an meiner eigenen Dummheit, weil ich zu schnell waschen möchte. Oder diese 38 Zuschauer, die zugucken und gespannt auf dich, wie einen Fehler gucken neben was. Ja. Aber ich will halt meine Zeiten unbedingt verbessern, deshalb versuche ich ein bisschen Geschwindigkeit reinzukriegen. Lass mal Speedrun, nein. Ach, nicht auf mein... Geschwindigkeit braucht man doch nicht. Nehm dich nicht. Das schaffe ich nicht. Ja, Ziff steht hinter mir. Das freut mich. Na! Ich krieg aber auch momentan nur Müllsachen. Ich auch. Ah. So, da ist der Hamster wieder. Der Hamster kann nichts auf Stufe als erster Boss, Gott sei Dank. Der kann nichts. Jetzt war Dekoration da. Ja. Mehr Schaden, das ist immer super. Das einsammeln.
Erstmal zum Perforator. Der Pinguin kann ich auch noch später machen. Oh, jawohl. Gutes Item. Gutes Item. Ich hoffe, hast du dein Glück. Ja, Control Shift bekommen. Und ich, weil ich Assassin spiele und der jetzt einen kleinen Mini-Bildstone hat, habe ich jetzt so eine kleine Kugel aus dem Laserstrahl. So ein Kreislaser. Und der macht enorm Schaden. Dann spiele ich mal ein bisschen vorsichtiger. Höp, höp, höp. So, ein bisschen Rüstung, weil ich bin ein bisschen lauer an HPE. Ich darf nicht dashen. Okay, das schaffe ich auch ohne dashen. Aua. So, ich habe wieder meine Vampirrüstung. Komm da weg, du scheiß Fledermaus. Na, komm, beweg dich schneller. Da oben ist nichts versteckt. Das will ich haben. Na. Ah nein, da gehe ich nicht rein. Da kriegt man immer ein Upgrade, was einen sehr guten Vorteil hat, aber auch einen Nachteil hat. Und die sammle ich halt nicht gerne ein. Sind halt nervig. So, mal gucken, was der Shop für mich hat. Double Jump, den ich mir nicht leisten kann. So, auf zum Perforator, mal wieder. Und er fängt mit der nervigsten Attacke an, die er hat. Und mach direkt weiter damit. So. So, ich habe jetzt hier den Tiny Flames Viewer. Der unterstützt mich mit Schaden machen. Der attackiert kleine Gegner mit Feuerattacken. So, Fledermaus jetzt. Moin, Möbio. Au. Na komm schon, flieg hoch. Oder so. Dann lass dich von meinen Kleinen töten. Die Mucke hier im ganzen Spiel ist in Ordnung, finde ich. Ah, da komme ich nicht. So, ich muss warten. So. No Damage. Ob ich das schaffe, abwarten. Kommt auf die Gegner drauf an, die hier drin sind. Helm, besser als nix. So, jetzt habe ich ein noch gutes Upgrade gekriegt. Der Helm macht das, wenn ich
HP-Einsammel, wenn ich voll bin, die mir hin und wieder mit einer prozentualen Wahrscheinlichkeit Rüstung gewähren. Diese grauen Dinger, die ich habe. Bei meinen Lebensbalken. Ah! Blöde Plattform. Hopp, 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 hopp. So. Hopp, 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 hopp. Und weiter hoch. Juhu! So, was ich da eingesammelt habe, war so ein Feld-Ich. Wenn ich das einsam oder kaputt mache, das gibt mir mal ein Free-Item. Sind aber sehr selten zu finden. So, ich gehe einmal hier links lang, um zu gucken, was da ist. Lohnt es sich? Nein. Da muss ich. Moin, Insomnia. Man sieht, hier ist einiges los auf dem Screen. Heilige Scheiße. Man muss halt einiges aufpassen. Und wieder ab zur Fledermaus. Moin, der Niklas. So, das war die Fledermaus. So, wen habe ich zur Auswahl? Dann gehe ich erstmal hier zum Death Lotus, damit er ein bisschen jetzt früher weg ist. Ein paar Schrauben kann man immer mal gebrauchen und sich eben was kaufen. Das ist die Währung, damit kann ich mir im Shop was kaufen. Ja. Oh ja, man müsste so flüchtig nebenbei ein bisschen schauen. Gut, dass ich noch reagiert habe, sonst wäre ich jetzt runtergefallen. Hep. 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 Ah, die blöde Fledermaus. No Powers. Mal sehen, was ich diesmal hier drin habe. Aua, blöde Blume. Eine Rüstung, ja, kein Knockback. Dann nehme ich doch lieber meinen Vampire. Aber Vampire mit Kräften. Viel zu früh gesprungen. Shop hat mehr Items, super. Kaum ein, ja, wenigstens guter Schuss.
Ich habe jetzt gerade meine... Ah! Total in den Abgrund gesprungen. Ich habe jetzt so einen Dreierangriff, was sehr hilfreich ist. So, was ist hier so? Wow, eine ganze Nuss durch das Token bekommen. So, dann sammle ich ein das und das. Einfach einmal den Laden leer gekauft. So, ich habe jetzt einen kleinen Pinguin dabei, der mich auch noch unterstützt. Pinguin! Ja. Ich habe vergessen, ich kann ja nicht so hoch springen. Wie hilft denn der? Macht er Schaden oder? Ja, der macht Schaden, genau. Oh, das war der Boss. Super. Ich nehme die Nüsse mal mit. Oh, Sprunghöhe. Das freut mich. So, habe ich noch Pinguin noch nicht. So, weiter. Auf zum Pinguin. Kleiner Pinguin tötet das große. Kleiner Pinguin tötet das große Pinguin. Du musst das. Na. So ein bisschen Rüstung einsammeln, dass ich mal ein bisschen was aushalte. Und wie gesagt, immer noch, wenn ich HP-Punkte einsammle und voll bin, sammle ich immer und kriege auch hin und wieder mal Rüstung dazu. So, was haben wir denn? Ich habe noch kein Arm-Upgrade. Nicht genug Geld. Dann nehme ich das Leben mit und bin hier fertig. Und bin irgendwo ins Nirgendwo gesprungen. Hep. Dieses kleine Viech, was ich hinter mir herfliegen habe, ist, das sammelt für mich Nüsse ein. Und, aber ich kriege sie dann nicht gut geschrieben. Wenn das Ding genug Nüsse eingesammelt hat, also Schrauben besser gesagt, dann verwandelt es sich in zwei Items für mich, die ich dann einsammeln kann. Oder da. Wie auch immer. Oh. Hi Boss! Ciao Boss! Oh, Schadensupgrade! Ja! Mehr Schaden ist immer gut. So. Gut. Ah. Hä? Nee, nichts. Ich bin gerade nochmal. Wie bin ich eigentlich? Ich meine dachte, Nase gepackt, so. Hallo Pinguin. Was hat der denn da unten gemacht? Der hat sich ein bisschen so in den Boden gekrault. La 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 la. So, das war der Boss. Mehr Energie, das ist immer gut. Dann nehme ich das hier mit für den Feuerboss. So, mach erstmal das Gesicht. So. Ja. Oh, mehr Schaden. Der Rand sieht doch schon wesentlich angenehmer aus. Okay, da komme ich nicht hoch. Hep, 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 hep. Mehr Schaden. Nur Damage.
Nehme ich dir? Ja, ich nehme lieber die Rüstung. Und ich habe dafür nochmal einen Deppen gekriegt, der dasselbe machte. Ah! Oh, da unten ist was versteckt, das sammle ich gleich mal ein. Was ist der Schaden? Kann man immer gebrauchen. Ich glaube, das Game möchte sich entschuldigen. Bitte. Hör nicht auf das Spiel. Genau das bei euch, nämlich gerade auf der Seite. Was ist? Ich bin da. Ah! Loch. Ich laufe die ganze Zeit nur mit einem einzigen Leben rum. Jetzt habe ich ein schönes Item bekommen, was mit drei rote Herzen drauf hast. So, jetzt geht was an die Mutter. Was ist denn hier los? So, wen hatte ich angesagt? Ach, das Gesicht, stimmt ja. Das Gesicht. Ja, ich nenne das halt immer Gesicht, weil es ist ein Gesicht. Es ist halt ein Gesicht. Läuft. So, ich mach's mir mal gerade noch fertig, danach muss ich aber kurz wegessen. Mach das! So, das war das Gesicht. Mehr Nüsse brauche ich nicht. Ach, nur noch zwei Boss über. Und einer davon ist der schlimmste. Den hätte ich früher machen sollen. Mist. Ach, ich habe ja noch mein Vieh, was ich verwandeln kann. Ah! Ich vergesse, dass ich gerade so schnell bin! Was ist da oben diesmal versteckt? Mehr Geschwindigkeit. Ah, 12 Millionen Gegner! Bei mir auch gerade. Ich bin auch gerade ordentlich konzentriert, wie ich überhaupt irgendwas gebacken bekomme. Na? Ich sollte meinen Viech mal die Coins einsammeln lassen. Au. Kontrolle, Speed! Ach du Scheiße, wie schnell du bist überhaupt. Ja, ich bin ein bisschen schnell unterwegs. So, was habe ich denn? Ich habe kein Bein-Upgrade, kein... Also nehme ich das mit. Plus Stärke! Und plus Stärke! Und ein bisschen langsamer wieder dadurch. Ha, Kontrolle!
So, das war der Boss. Auf zum letzten Boss. Ja, wieder ein bisschen weniger Speed, endlich. Und Speed hoch. So. Mal kurz für so. Ein paar Minuten weg. Jo, letzter Boss. Ah! Ich sollte vorsichtig sein, wo ich hinspringe. Ah. Aua. Oh, da bin ich gut ausgewichen. So, der letzte Boss, den wir besiegen, ist der leichteste von allen. Den bewahre ich mir extra immer bis Ende auf. Ah! Ah! Aua! Ha, mit Air Dash. Endlich wieder ein bisschen mehr Kontrolle. Ah! Ah nein! Ui, ich bin nicht durch an der Plattform vorbeigesprungen und so. Jetzt kam die blöde Fledermaus. Ah. Ah, noch eine blöde Fledermaus. Könnt ihr mich nicht alle in Ruhe lassen? Kann hier nicht irgendwo mal HP drin sein? Bin ein bisschen lau gerade. Und wenn ihr HP fallen lässt, nicht in den Abgrund, bitte. Hep. Hep. Ach, beim Boss. Danke. Danke. So, genug HP-Punkte eingesammelt. Auf zum Boss. Yay! Der leichteste Boss der Welt. Cool. So, das war der Boss. Ah. Ah. Mal sehen, was die Zeit sagt. Ah, 25:45. Ja, der ist ein bisschen einfach gehalten. So, ich bin dann ganz kurz mal AFK für euch. Ich bin sofort wieder da. Wo ist meine Maus? Da.
So, Guys, ich glaube, ich habe was nicht gesehen. Sif, könntest du das mir kurz bestätigen, bitte? Und zwar bei dem Mega Man Forum sehe ich bei Any% Nina, Outguard 2650. Ich habe 2545. Weltrekord! Würde ich so nennen, oder, Sif? Oder was sagst du? Ist noch jemand da? Hallo? Hört man jemand? Hallo? Weltrekord! Yay! Ha, ist das schön, einen Weltrekord zu haben. Mal sehen, für wie lange. Es ist Any Percent, ja. Weil Nina ist der Charakter. Und mehr gibt's halt nicht. Es gibt nur den normalen Mode, den Easy Mode. Und man spielt auf dem normalen Mode. Wie würdest du in einem Spiel 100% bekommen, was zufallsgeneriert ist? Ziff. Deshalb gibt es keine 100% Kategorie. Ja, wir haben ja. Ich kann ja noch meinen Weltrekord verbessern, ne? Aber ich bin jetzt erstmal kurz noch schnell am Ende zu rauchen und dann machen wir gleich weiter. Ganz in Ruhe. So, ich hätte euch auch die ganze Zeit Sound machen können, sorry. Und der nächste Mann, mal sehen. Was war das jetzt? 2445, ne? Hatte ich jetzt gerade eben, das muss ich mir mal kurz irgendwo notieren. Einen Moment. Wie mache ich das jetzt so? Na, wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Vierundzwanzig fünfundvierzig ist notiert. So, das heißt, ich mache euch wieder groß, damit ich euch sehen kann. Dass ich einen Chat habe, dass ich OBS habe und meine Ding. So, okay. Dann können wir jetzt starten. Und los geht's. Ach, gehen, ganz am Anfang, okay. Ich kletter hier hoch, das geht schneller. Ah, nein. Moin, Kalkranseier. It's Weltrekord-Time. Ach. Ich bin wieder so langsam. Das fühlt sich wieder so schlimm an, so langsam zu sein. Ah. Ja, blöde Fledermaus. Ich bin so langsam und schwerfällig gerade noch. Fühlt sich richtig schlimm an, so langsam und schwerfällig zu sein. So, das brauche ich.
So, mal gucken, was er. Wie er läuft, der Boss. App, 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 App. Ah! So, der ist schon mal weg. Max HP plus, okay, super. Oh, Geschwindigkeit, ja, endlich wieder ein bisschen mehr Speed. Und mein kleiner Freund ist auch wieder da. Auf zur Fledermaus, damit sie schon mal weg ist. So, hep, 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 hep. Aua. Aua. Komm schon, Plattform. Da unten ist was versteckt. Haha. Aha. Hep, hep. Nichts Besonderes, leider. Ich hätte gehofft auf ein Beam Upgrade. Na, komm schon, beweg dich schneller, Plattform. Moin, Tarunagare. So, Fledermäuschen, auf zu deinem Tode! So, das war die Fledermaus. Mehr Lack, super. Dann mache ich jetzt erstmal ihn hier, den Rollster. Der ist auch nervig. Irgendwie komme ich jetzt gerade gut voran. Don't dash. Okay, das schaffe ich. Ja, mehr Schaden, das ist immer gut. Schade. Das ist auch nichts. Schade. Weiter geht's. Langsam kann ich mal in den Shop gucken. Mehr Schaden. Das nehme ich noch mit und das nehme ich noch mit. Und dann einmal im Automaten, dann bin ich wieder voll. Hallo Hamster.
So, das war der Hamster. Komm schon, mehr Geschwindigkeit, auch super. Ach, hätte ich gar nicht gebraucht, hab ihn ja schon tot. So, was haben wir hier? Erstmal zum Pinguin. Mehr Nüsse. Na. Don't attack. Ah, okay, gut, dass ich das doch eingesammelt habe. Was ist im Shop drin? Ich nehme das Air Dash. So. Los, Pinguin! Ja, Thanatossa, das ist wirklich so. Leider ist RNG Overkill ein bisschen komisch manchmal, aber der Pinguin macht komische Sachen. Den müssen sie mal ein bisschen umprogrammieren oder minimal höher setzen. Noch reingesprungen. Hey. Meine Güte, blöder Pinguin. Was brauche ich? Oh, Armor. So, Perforator, bevor es schlimmer wird. Moin Tarano, wieso Mini-Anarchie? Das ist keine Mini-Anarchie. Ich konnte einfach nur nicht schlafen, also dachte ich mir, kann ich eh streamen. Ach ja, ich habe ja den mit Air Dash. Oh, das will ich haben. Ja, beste Schussfähigkeit überhaupt im Spiel. Oh, ich habe nichts aufgepasst, nicht attacken. Upsi. Ihr versteht vielleicht, warum ich diese Attacke so sehr mag. Oder diesen Buster. Jetzt hänge ich fest. Toll. Was ist da unten? Ach, Leben. Schönes, super Leben. Ah. Ich hasse diese Plattformen. So, auf nach oben. Vielleicht läuft es ja jetzt mal besser. Inzwischen dürfte ich ja wach sein. Richtig.
Schade. Keine Coin. So, Boss-Time! Sterbige! Macht zwar jetzt wieder ein bisschen weniger Schaden als vorher, aber dafür ist mir der Buster zu lieb geworden. Bleib doch mal irgendwo stehen! Meine Güte. Yay, ich hab den Headbutt-Man. So. Gesicht. Ah! Zwei Rüstung pro am Level Anfang sind super. Nur Powers, das schaffe ich. Moin, Lotus. Helm habe ich noch nicht, super. Aua! Einmal in den Shop gucken. Den meine AP ein bisschen aufgefüllt. I'm back. Bibi. Lang wird aber. Ach, passiert. Ein Schlimmeres. So, ich hab meinen Feuerwerfer jetzt ein bisschen. Moin, Dick! Jetzt, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ah, selber Shop. Na, was treibst dich denn her? Dein Stream, würde ich mal sagen. Ganz zufällig. So. Ach, der Boss ist so angenehm. Sterbige! Der hält nur so viel aus, dieser scheiß Boss. Könnte man eigentlich nicht einfach ganz oben auf die Plattform stellen, die ganze Zeit in den Stirn hauen? Nö. Ich muss den Gegner töten, sonst holt er sein Schutzschild raus. So. Ah, oh, Sprunghöhe. Meine Güte. Leben. Wichtig. So.
So wäre es noch über die beiden auf zu den scheiß Feuer-Zwillingsaffen. Da unten? Nee, den will ich nicht haben. Da finde ich den, den ich besser gerade habe, besser. Aua. Ah, da komme ich leider nicht rüber, schade. Es ist ein Speedrun, TK. Natürlich skippt all the stuff. Ich will meinen Weltrekord verbessern. Und ja, ich habe gerade eben den Weltrekord aufgestellt. Und was für Kategorie? 80%. Es gibt ja keine mehr Prozent, weil es immer 80% ist. Achso. Ist ja Roguelike. Wie will man einem Roguelike 100% machen? Indem man das Spiel alle Errungenschaften darin bekommt. Fängt ganz ja. Von vorne an und dauert halt 2 Jahre, aber. Sterbi! Rekord für den längsten Hügel aufstellen. Meine Güte! So, das war es mir wert. So. Mal sehen, was der Shop sagt. Ich brauche auf jeden Fall HP. Ich nehme erstmal Rüstung. Und dann geht das Ding kaputt. Dann nehme ich noch einen Nussfeiner mit. So. Ach, nerviger Boss ist nervig. Ja. Was soll die Spieche eigentlich darstellen? Das sind Affen. Okay, ich bin ja aus dem Pokémon. Ah, ich hätte nicht in den Endrage-Timer bringen sollen. Du heilige Scheiße. Egal, er ist jetzt tot. Ah, mehr Damage! Mehr Damage! Oh, jetzt krieg ich 3 Tokens, ne? Klar. Jetzt krieg ich die 3 Tokens, jetzt wo ich sie nicht mehr brauche. The All Achievement Prozent bei Binding of Isaac Rebirth. Sogar besser als 8 oder 276 Achievements. Na. So, Weg gefunden durchzukommen. Ja. Ja. So. Ach ja. Das hier ist auch eins der Lieblingslevel von DK, habe ich mal gehört. Blöde Fledermaus, natürlich. Ja. Ah! Was mache ich denn?
Heißt, er hat 2 Wochen und ein Viertel gebraucht. Ein Filter. Alter. Ein 2 Wochen Speedrun. Ja, boah, davon ist aber knapp auch 2 Wochen rumstehen. So, beim Boss. So. Leichtester Boss im Spiel. Yay! Boss-Boss-Time! Ups, falsche Attacke. Kannst du mal dein Feuer sein lassen? Kannst du mal dein Feuer sein lassen und deine Blubbels da machen? Blubbels! Genau die wollte ich haben. Mal sehen, was die Zeit sagt. Mal sehen, was die Zeit sagt. Bitte, 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 bitte. Es ist 13.07 Uhr. Nicht die Zeit. Weltrekord! Zweimal hintereinander. Ah, zweimal hintereinander. Wie lange hast du es gebraucht? 23:40 und vor 24:45. War ich konnte bei 22 Minuten? Nein, ich hab. Ist nicht drin. Der momentan beste Wettrekord ist mit 26 irgendwas drin. Bei Andy% Nina. Ah. Ach ja. Ich brauche eine kurze Pause. Einen Moment. 3 Stunden später, so können wir weitermachen. Das Spiel ist auch mega laut gerade. Das ist halt anstrengend wie Sau, die ganze Zeit so schnell zu sein. Ich versuche noch unter die 22 zu kommen, aber das wird schon richtig, richtig hart. Mit 22 wäre ich zufrieden. Ich gebe euch mal Musik. Moment. So. Ach. Meine Güte, ey. So schlimm. Ich mache jetzt mal einen Spaß ran. Ich weiß jetzt, müssen wir kurz gucken, ob das schon eine eigene Kategorie hat oder nicht. Any% Nina. Any% Ace. Was sagt denn die Any% Ace Kategorie? Nichts! Freier Weltrekord. Wird einen Tag 2 Weltrekorde gemacht. Deswegen jetzt der Tipp, wenn ihr Speedruns machen wollt, ja, und einen Weltrekord erstellen wollt, nehmt einfach ein Spiel, was keiner spielt. Dennis, die sind auf der Mega Man Plattform, auf der Mega Man Speedrun Seite, wie alle anderen Mega Man Speedrun Times. Die haben ja ihre eigenes Leaderboard. Wenn Ziff gerade so nett ist, kann er gerade den Link reinhauen. Was war die Time jetzt? Ich habe jetzt die Time vergessen, ich muss sie mir notieren. Irgendwas 23:40 meine ich, ne? Ja. Yeah. Gut, 23:40 für Nina. Nina. So. Oh Gott. Ach, das wird so eine Umstellung sein, wenn ich jetzt Ace spiele. Ja.
Das Problem ist, Dennis, dass es halt noch in der Beta ist. Und solange es in der Beta ist, wird es vielleicht nicht so genutzt. Ach, ich hasse Ace. Deshalb spiele ich nie mit ihm. Warum spielst du denn jetzt mit ihm? Weil es ein freier Weltrekord ist. Ja, aber... Hallo? Einfach nur mal, um was anderes zu haben. Ja, das Spiel. Mein Tipp, nein. Hm? Spiel einfach ein anderes Spiel, hast auch was anderes. Man sieht vielleicht, warum er ein bisschen schwieriger zu spielen ist. Er hat nur eine Nahkampfattacke. Macht dafür aber ein bisschen mehr Schaden und hat ein bisschen mehr Leben. Warum geht's denn da runter? Wegen zwei Nüssen. Okay. Und erfolgreich schön in den Abgrund gesprungen. Ja, kommst du? Jetzt muss ich den großen Weg außen rum gehen. No Powers, das schaffe ich. Noch ein Token, jetzt meint das Spiel jetzt aber gut mit mir, aua. Was ist drin? Ach, Powerkill. Hätte lieber was anderes drin sein sollen. Ach, der steht aber super da. Der hat sich eine echt gute Position ausgesucht, um da zu stehen, aber... Ich könnte mal ein paar Health Drops gebrauchen, das wäre ein nett Game. Selbst Mighty Number 9 ist unter derselben Page zu finden, unter den Weltrekorden, weil... Mega Man. So, was hat denn der Shop für mich? Ja, das nehme ich mit. Mehr und die, wenn die Nüsse schon 13 kosten, nehme ich das mit. So. Aber die Nüsse sind auch totally random einfach entstanden, oder? Wie bitte? Die Nüsse. Ach, da sollte man ja nicht drin stehen, stimmt ja. So, erstes down. So, down. Noch mehr Tokens. Ja, ich habe hier nicht genug Tokens. Ich gehe erstmal zur Fledermaus, sonst wird sie schlimm. Ich könnte ein Wasser-Upgrade gebrauchen für Ace. Oder ein Schwert-Upgrade, besser gesagt. Ah! Das Ziff, das hat nichts damit zu tun, dass es schneller ging, sondern nach, für die ersten Bosse geht's allgemein erst ab. Die ersten vier Bosse sind immer leichter. Nach dem vierten Boss werden sie immer schwieriger und haben mehr Fähigkeiten. Das ist egal bei wem.
Weil mein bei dem Wand von Nieder alles. Ah, nein, 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 nein. Toll. Nein. Ha, ja. Ich hasse den Sky Tempel. Don't dash, das schaffe ich. Ich weiß nicht, wie lange du noch machen möchtest, weil ich muss in einer halben Stunde. Ja, du kannst auch einfach weg. Ach, jetzt bin ich gedasht, Menno. Denk dich ab. Nö. Über es passiert ganz schnell bei mir mal, dass ich dashe, weil. Da wird gleich DSA gespielt. Ja, viel Spaß. Werde ich haben. Ich bleibe noch ein bisschen dort. Hier. Währenddessen kurz ein bisschen packen noch. Ist hier was versteckt? Nein, schade. Oh. Ihr könntet mir mal ein bisschen HP droppen. Das wäre nett. Komm, Chat, drop ihn HP. Da unten ist was. Nur ich weiß noch nicht, was. Meine Kräfte machen jetzt mehr Schaden. Wuhu. Ach, die Fledermaus. Ich liebe sie nicht. Wow, 2 HP aus den Scheißautomaten. Nahkampf-Fledermaus. Das wird lustig. So, Fledermaus weg. Gott sei Dank. Nüsse regenerieren jetzt HP, super. Mehr HP, super. Nehme ich mit. Rollster, dann nehme ich jetzt erstmal den Rollster. No Damage. Okay, das könnte interessant werden mit ihm. Ich habe Damage bekommen. Super. Meine Güte. Was ist denn hier schon wieder los? Aua. Ach, der Holz im Nahkampf. Das wird lustig. Nicht. Oh, ich kann meine Tokens ausgeben. Ja, das nehme ich. Wow, Nüsse! Nüsse! Mehr Nüsse! HP, noch mehr HP im Shop gucken. Erstmal das Zell, duck, duck, fertig. Nahkampf! Das wird so lustig.
Oh, roter Schadensbereich. Schaden. Mehr Schaden. Nehme ich. Der Perforator. Erstmal den Perforator. Der ist auch einer der schlimmeren Bosse. Aua. Aua. Natürlich schiebt das Ding das da weg. Und dann ist da oben nicht mal was. Da ist aber was versteckt. Das... Ah! Recht lau an HP und... Ich mach's nicht besser. Ach, danke. Es gibt nur eine Regel, alles muss innerhalb des Spiels eingesammelt werden. Mehr Regeln gibt's nicht. Alles, was man außerhalb des Games einsammelt, ist nicht erlaubt. Ja, ich habe ein bisschen Fernkampf. Bisschen Fernkampf. Ja. Und ein bisschen Rüstung. Ha, HP. Ah! So, was ist in dem Shop? Ich habe noch keine Beine. So, gut. Dann nehme ich noch das hier. So. Hallo, Perforator. Einfach durch Damage boosten. Einfach durch dahin. So, das Gesicht. Mehr Kraft für meine Spezialfähigkeiten. Was hat der Shop?
dann nehme ich noch dich und mehr Items und fertig. Mein kleiner Pinguin-Freund macht mir Schaden. Pinguin! Wieso heißt das Dark Deer Devil? Nee, das Spiel heißt 20XSX. Ah! 20X, weil Dark Deer Devil any percent. Sterbige! Sterbige! Ah! Sterbige? Einfach Damage boosten. Ich glaube, das ist das leichteste mit Ace. Die Welten sind zufällig erzeugt. Die Gegner in den Welten sind zufällig erzeugt. Das Einzige, was nicht zufällig erzeugt ist, sind die Endbosse, weil die sind immer dieselben. Also nur die Reihenfolge. Der erste Endboss ist zufällig bestimmt. Die anderen kann man ein bisschen beeinflussen, weil man da sagen kann, ja, ich möchte da jetzt lang gehen. Oder zu dem Boss gehen. Man kann sich es auch schwerer machen, indem man sagt, ja, man kann an einer Maschine einstellen, besondere Schwierigkeitsgrade oder Besonderheiten. Und dann kann man zum Beispiel auch haben, dass der nächste Boss immer der ein oder man nur ein Portal hat zum nächsten Boss. Aha, voll ausgetrickst das Spiel. Was ist da drin? Ich hoffe irgendwas Gutes. Nehme ich das. Plus 2 Attack Power, Attack Speed, ja, nehme ich. Ich sollte nicht immer irgendwo runterspringen, das ist nicht so gut für meine Gesundheit, glaube ich. Was hat der Shop? Krank werden. Ah, schade, ich komme nicht auf meine komplette Ausrüstung. Ich nehme das da. So. Wenn ich jetzt noch eine rote Rüstungsteil finde, und zwar die Beine, dann hätte ich ein Z-Teil zusammen und krieg besondere Fähigkeiten. Genau, wer sich sehr doll hasst, kann sich auch alles Sage-Tempel zum Ende aufhalten. Aber ich nehme nur um eins bis zum Ende. Also ich merke gerade, es ist gar nicht so schlecht, wenn man ein bisschen Damage boostet. So, Pinguin! Pinguin! Es hat nichts mit Grinden zu tun, Kalki. Was ist denn hier los? Es ist nur ein bisschen Übung, zu wissen, was welcher Gegner an Fähigkeiten hat, beziehungsweise welcher Boss welche Fähigkeiten hat. Ich will nicht die ganze Zeit hin und her teleportiert werden. Schaffe ich das? Nein, schade, nicht ganz. Ah, schade, kann ich nicht genug springen. Boss-Time! Das ging schnell. Ah, scheiß Maschine. Was habe ich? Nehme ich mehr Sprunghöhe. Damage Boost im All. Ja, genau. Immer nur Damage Boosten. Immer nur irgendwie schnell. Ich habe genug Leben.
Der Pinguin ist im Nahkampf ein bisschen bescheiden. Brauche ich das noch? Nein. Also nehme ich das da. Auf zum letzten Boss! Sky Temple! Was denn hier los? Packen die ja gerade bei mir. Alter, wie passiert das denn? Schnell weg hier! Ja, ich mach ihn immer als Last Boss, weil er so stinkend einfach ist. Hoi. Nur seine Stage ist halt schlimm wie die Hölle. Ah! Fuck, ich muss ein bisschen aufpassen. Nein, die HP mitten in den Abgrund gefallen. Jetzt muss ich vorsichtig spielen. Ich kann nicht mehr so viel Damage boosten. Kommst du da jetzt mal weg, scheiß Fledermaus? Nein!
Das kostet zwar gefühlt viel Zeit, Obsidian, aber wenn du das nicht oder nicht die richtigen Situationen machst, dann du musst teilweise die Gegner töten, um sonst hast du nachher keine AP mehr. Auch zu Nina zurück. Mit der kann ich umgehen. Nur Damage, okay. Na gut, damit bin ich dann vor dir weg. Jo, schönen Tag noch. Ich wünsche dir und den Zuschauern noch viel Spaß. Bis nächstes Mal. Du hast dich auch in eine super Position gestellt. Buster Upgrade? Ja, Wave Beam! Ist es Metroid? Ach ja, so, erster Boss. Hab gleich drauf geachtet, wer es war. Ach, mein Hamster. Ist das meine Schuld, dass mich der Stream abhält? Ach toll, direkt am Anfang so ein Scheißer. Ich liebe den Wave Beam. Jetzt war nicht so gut wie der Four Cross Attack, aber... Ah. Schade. Konnte ich jetzt nicht abkürzen. Don't dash, das dürfte ich ja wohl mit Nina schaffen. Ja, ich bin gedashed, komischerweise. Obwohl ich den Dash-Knopf nicht gedrückt habe. Ach, am Anfang ist das Sky-Tempel immer so leicht. Wenn man nicht gerade runterfällt. Aua. Ich habe keine Sprungkraft, deshalb komme ich nicht so schnell voran. Ja, den nehme ich auch in Sprungkraft. Jawohl, da ist meine Sprungkraft, die ich haben wollte. It's time to die, Fledermaus! Ein bisschen besseren Sprung. Yay.
So, Tevrater, du bist dran. Ich will mal euch das zeigen, wenn man ein Set zusammenkriegt. Deshalb hoffen wir, dass wir noch zwei von den roten Ausrüstungsdingern kriegen. Ah, schade. Ich hätte hier HP drin sein können. Geht doch. Ah. Das weiß ich nicht, wer der Komponist ist. Ah, jetzt habe ich nicht genug Münzis. So, Perforator, ich perforiere dich jetzt. Und was macht er als erstes? Eine Scheißattacke. Ah, juck. So, Pinguin. Ich hätte auch eigentlich den Lotus machen können. Der wäre... Ja. Die will ich noch haben. So. So. Ach, hier ist rein gar nichts. Komm schon. Sei ein braver Pinguin. So,
Die drei Waffen, die ich brauche, habe ich. Ab zu ihm hier. Bevor es noch schlimmer wird. Aua. Aua. Ein Shop, ja. So. Ah. So, einfach da drüber, aber. Don't attack, das schaffe ich. Ich hab Füße, meine Güte. Moin. Ah, was springt denn wieder runter? Nehme ich lieber den jetzt hier. Der ist besser auf Dauer. Ich habe keine Cam, Darkseid. Duck. Auf zum blöden Boss. Nein! Nein! Ich hasse ihn! Nein, ich bin runtergefallen. Ah, die Hölle bricht aus. Oh mein. Ah. So, jetzt erstmal ihr. Bevor ihr noch schlimmer werdet. Kommt schon, ihr scheiß Fledermäuse! Wo kommt ihr denn plötzlich alle her? Aua. Ich mache auch gar keinerlei Schaden, ne? Und da ist da nicht mal HP drin.
Komm schon. Na, komm schon. Danke. Komm schon. Aha, daneben. Aua. Aua. So. Aua. Du hast ja da eine super Stelle ausgesucht, um da abzuhängen. Ich wusste, dass da irgendwo irgendwelche Fledermäuse irgendwo sich verstecken. Höp, höp, höp. So, schneller, danke. Toll, dafür habe ich das auf mich hier genommen. Ich muss wieder ein bisschen vorsichtiger spielen. So viel dazu. Items, die sich lohnen. Nein, Decke. Nein. Amor. So, was habe ich hier drin? Schaden. Ja, Schaden. Hat sich ja super gelohnt schon. Und jetzt zum nervigen Bossen. So, der ist auch hinüber. Auf zum Gesicht. Ah, schade, da komme ich nicht hoch. Die HP liegt, das ist echt gut. Nicht. Ah! Hau ab, Fledermaus. Thank you.
Ah, HP. Mehr HP. Ah, Fledermause. So. Ja, lach mich aus. Ich bin der, der zuletzt lacht. Mein Gott. Wow. Letzter Boss. So. Okay, da komme ich nicht durch. Dann nehme ich halt den Weg. Oder auch nicht. Geht doch. So, langsam. Aua. Ich hasse den Aufstieg hier.
Kann ich mal wieder HP bekommen? Das wäre super nett von dem Game. Super! Nicht super! Meine Fresse, war das ein Scheißhorn. Weiter. Einen Run mache ich noch. Den schaffe ich noch. Ich bin noch mal in Weltrekordzeit. Da komme ich nicht ran. Darkseid, nein, nicht mein allererster. Ich habe schon keine Ahnung viele. Nur halt manchmal hat man halt Pech. Ach, da ist er wieder das Gesicht. Habe ich dich vermisst. So, dann mache ich euch jetzt. Dann seid ihr weg. Komm, danke. Don't dash. Nicht auf den Dash-Knopf kommen. Geht doch. Double Jump, yay. Okay, der Double Jump kann helfen. Sterbi! Double Jump hilft? Zwei HP und Level Start, yay! Jetzt noch ein Shop und ich bin glücklich. Ja. So, was habe ich denn im Shop? Äh.
Besser als nichts. Also weiter. So, ihr seid auch mit. Zwei Armor an Level Start. Moin, die Nüdel. Dann nehmen wir noch das. Mehr MP brauche ich gerade nicht. Dann gehe ich jetzt zu dir. Dann bist du auch weg. Schon wieder Don't Dash. Ah, meine Fresse. Ich will dashen können. So, ein super Helm. Ah! Mach das Darkseid! So, was ist im Shop drin? Eine Rüstung habe ich noch nicht. Nehme ich das, nehme ich das, nehme ich das. Gut. Ich gehe mal von aus, der Doppeljump wird mir hier ein bisschen gute Dienste leisten. Ah, schade. So. Mehr Armor an Level Start. Das freut mich doch. Dann nehme ich nur das mit. Das müsste nämlich die Waffe gegen den sein.
Emma. Kommst du wohl wieder? Danke. Ja, mein Skitty Smuggler. Nee, nicht schon wieder Don't Dash. Ich darf die Münzen nicht mehr einsammeln. Aua. So. Ja, yeah, ein bisschen Sprunghöhe, das freut mich das. Das müsste die Waffe gegen den nächsten sein, den ich nehmen möchte, gegen dich hier. Gegen den Pinguin brauche ich die nicht. Sammel ein! Oh, endlich mal ein bisschen Schaden. Ach, egal. Meine Güte! Ich hasse diesen engen Bereich mit den Feuerbällen dazu noch. So, was habe ich hier Tolles? Ich nehme das da. Und dann noch das. Entweder was.
Okay, ich hatte doch nicht die richtige Waffe gegen ihn dabei. Egal. Wie, wo ist der Weltrekord? Der Weltrekord ist bei 23,40 von mir. Poke. Nee, das ist ein extra Ding, was wir extra nur für unsere Restreams einrichten, den WR-Command, weil das ein bisschen Arbeit ist, das alles nachzuforschen. So. Ah, oh, meine Güte. Tue ich mir nicht. Na,
Moin zusammen! Also moin, hallo Lore meine ich, sorry. Sollte aus der Mitte rausgehen. Brauche ich nicht mehr, das kann ich nicht brauchen. Komm schon, letzter Boss. Ah, schade. Ja, gleich, wenn ich den Run fertig habe hier. Dann kannst du gerne übernehmen. Scheiß Fledermaus. Uiuiuiui. Ah! Boss-Time, ja, aber keine, doch ein Shop, ja, super. Meins. Mit 20 kriege ich dann noch das da so. Mehr Schaden, immer gut. So. So, komm schon, bitte, 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 bitte.
Weltrekord? Ne, leider nicht. Hat mich vertan. Bin um 3 Sekunden drüber. Schade, 3 Sekunden zu langsam. 4 Sekunden zu langsam gewesen. So knapp. So close. So close. So, wo ist denn mein Poke? Poke. Ich bin jetzt langsam echt kaputt. Wäre schön gewesen, noch einen gehabt zu haben. Wo ist denn der Poke? Ist er schon im TS? Der Poke schon im TS, der Poke ist im TS, der Poke kann gerne hochkommen. Poki!